Donuts, willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Sith-Krieger bzw. Sith-Juggernaut. Ich bin schon mal offscreen nach Dromund Kaas geflogen, dass wir uns den Ladebildschirm sparen können. Und wir sind jetzt hier so aus der Fähre rausgekommen. Und dort waren wir eigentlich auch bei der letzten Folge auf der Flotte stehen geblieben. Jetzt sind wir hier auf Dromund Kaas. Moin. Grüße du Halunke. Hehe. Warte mal. SSG. Das würde mich mal interessieren, was sie meinen. Gut, wir gehen jetzt erstmal zu dem Ankunftsterminal. Ihr seid es, ja. Nicht wie diese Wanzen, die mit euch die Fähre verließen. Ihr strahlt Macht aus. Ich verneige mich vor euch. Ich diene Lord Baras. Er schickt mich, um seine neuen Schüler zu empfangen. Ich wollte auf keinen Fall zu spät sein. Oh nein. Okay, ich weiß nicht, für wen wir gerade schreiben. Und? Euch zu schicken ist eine Beleidigung. Ich habe euch nichts zu geben. Baras hätte mich selbst empfangen sollen. Es steht mir nicht zu, den Meister in Frage zu stellen. Ich bin nur ein Sklave, der jeden Atemzug der Gunst von Lord Baras verdankt. Er befahl euch, Dromund Kaas zu zeigen, und ich gehorche. Dann tut eure Pflicht. So lebt man länger. Nehmt mich gefälligst ernst. Dann fangt endlich an. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Augenblicklich. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Lord Baras befahl mir, euch aufzufordern, dass ihr euch Kaas City ansieht, bevor ihr euch bei ihm meldet. Die Imperialen sorgen hier für Ordnung, aber sie werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr soweit seid, erwartet euch Lord Baras in seinen Gemächern. Sagt ihr ihm, dass ich alles gut gemacht habe? Dass ich euch gut gedient habe? Ihr wart passabel. Was heißt passabel? Nein. Geht weg. Geht mir aus den Augen. Habe ich euch irgendwie beleidigt? Wie kann ich es wieder gut machen? Ich sagte, geht. Nicht nötig, mein Freund. Indem ihr sterbt, angreifen. Eure Existenz beleidigt mich. Was habe ich getan? Nein! Wow. Hat ja nicht lange gedauert, bis ihr Dromund Kaas um eine Leiche reicher gemacht habt. Angreifen habe ich eigentlich nicht umbringen gemeint, aber egal. Gehen wir. Ich kann gerne weitermachen. Ich hatte Langeweile. Es war ein langer Flug. Ihr hattet Entzugserscheinungen. Schon verstanden. Reise nach Kaas City. G-Invite irgendwas. Das interessiert mich jetzt doch. Irgendwie bin ich jetzt schon wieder total interessiert an dem Zeug da, was sie da schreiben. An dem Geschreibsel sozusagen. So. Können wir gleich mal das Datacon eigentlich machen, wenn wir gerade schon hier sind? Ja, warte. Da kann ich euch nochmal kurz was anderes zeigen, wie ein Raumhafen nämlich eigentlich von innen aussieht. Nämlich genau so. Ja, toll. Also hier fliegen so die Schiffe dann hin, dann fliegen sie da raus. So ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Ich hab nie gehört. Okay, nämlich das Datacon ist nämlich hier. Ich lasse mich schon wieder viel zu viel ablenken vom Let's Play. Ich wusste, in eine Gilde zu gehen ist keine gute Idee. Weil dann wäre ich nämlich die ganze Zeit abgelenkt. Von dem Chat. Was ist denn das da? Warum ist denn der Fahrstuhl so komisch platziert? Na, ist egal. Und zwar das Datacon befindet sich hier oben. So, die richtige Rampe? Ja, muss es ja eigentlich, weil sonst hätte ja gar keinen Sinn. Und zwar hier. Hier sind nämlich diese zwei Balken, da muss man dann drauf. Läuft hier so lang. Das ist eigentlich ein relativ leichtes Datacron. Läuft dann hier den Balken entlang. Lässt sich nicht von dem Pfeiler stoßen.
und lässt sich hier einfach auf die Kisten fallen. Das war's. Einfach, oder? Das müsste Beherrschung sein. Ja. Okay. Ich bin Sklaventreiber. Ich bin ein Schurke. Ich bin ein Halunke. Okay. So, der FP-Schub müsste auch noch längere Zeit gehen. Warum habe ich jetzt wieder einen Bereich aufgedeckt, obwohl ich im Raumhafen bin? Ich habe nicht mal etwas vom Planeten gesehen. So, hier werde ich eine einzige Quest mitnehmen, weil die nämlich extrem schnell geht. Ich bin schneller als du. Und zwar eine da hinten. Diese hier nicht, weil auf die habe ich nämlich keinen Bock. Und hier hinten ist aber noch eine. Und die ist eigentlich nur hingehen und abholen. So kann man sich die wirklich interpretieren. Ist auch eine Erkundungsquest, aber hat eigentlich nicht wirklich was mit Erkundung zu tun. Die werde ich jetzt auch durchskippen, weil wir die sowieso nicht machen wollten ursprünglich. Ich mache sie jetzt bloß hier nur ganz schnell, weil das einfach ist. Ihr müsst nämlich so quasi nichts machen, als mit dem Typen hier quatschen, dann wieder zurückfahren zum Raumhafen und dort mit dem Typen quatschen. Und da habt ihr die Quest schon geschafft. Das ist sehr, sehr einfach. Kein Kampf, kein Klicken, kein irgendwas. Einfach nur hingehen, abholen, fertig. Echt? Ja. So, zack, fertig. Da seht ihr 7000 EP. Haben oder nicht haben. So, dann nehmen wir direkt mal, würde ich sagen, das Taxi. Wie lautet der Bestimmungsort? Nach, ich weiß gar nicht, ob ich direkt dahin fliegen kann. Ich probier's mal aus. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Früher konnte man ja nur bis zum ersten Punkt fliegen. Mittlerweile kann man ja auch direkt durchfliegen. Ich versuche mal direkt durchzufliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Ich hoffe mal, dass der das dann auch als Questabschluss zählt. Hier ist ein kleines Heldengebiet, was aber eigentlich nur da unten ist. Weil hier bei diesen ganzen Gegnern, hier gibt es keine Heldenquests. Nur da unten diese Mandalorianer sind die Quest. Oder die hier. Ich habe meine Hauptstory-Gefährten immer noch nicht und habe das Content beendet. Ja, vielleicht, manche kriegt man auch noch nicht. Die Wildnis. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, weil sonst müssen wir wieder zurückfliegen und dann hinlaufen. Hier wäre theoretisch auch noch eine Quest. Vielleicht machen wir die Erkundungsquest auch mal aus, weil jetzt brauchen wir die eh nicht mehr. Hier wäre auch noch ein Posti gewesen, ich müsste auch nochmal zur Post gehen. Ich habe die ganzen Punkte freigeschaltet. Bin ich mal gespannt. Ja, klappt auch so, perfekt. Car City. Früher musste man nämlich erst bis da hinten zu dem Punkt fliegen, dann hier durchlaufen, dann zu dem Taxi gehen und dann von dem Taxi aus da hinten fahren. So musste man das früher machen. Hier backt er immer noch ein bisschen rum und fährt durch den Boden durch. Der Pack ist irgendwie auch schon seit Ewigkeit da. Die Zitadelle. Zack, ich glaube, da hinten gibt es auch noch jeweils Codex-Einträge bei den jeweiligen beiden anderen Orten da. Ich glaube, wenn ich jetzt hier reingehe, gibt es auch nochmal einen. Genau, Sif Allerheiligstes. Ich glaube, zu den anderen beiden Orten fahre ich aber, glaube ich, auch nochmal hin. Das ist zwar für Kopfgeldjäger und Agent, aber man kriegt, glaube ich, auch noch einen Codex-Eintrag da. Hier gibt es auch so eine schöne Abkürzung, wenn man schnell raus will, einfach in den Tod springen. Man verliert dann zwar alle Stims, die man gerade aktiv hat, aber wir haben erstens eh keinen aktiv und zweitens interessiert es eh keinen. Gut, Stims sind jetzt auch nicht mehr so wichtig in dem Spiel. Okay, Darth Barras, wo bist du? Da bist du ja, fette Sau. Nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Ich hoffe, sie amüsiert dich. Ich gehört habe, hast du mein Empfangskomitee getötet. Warum? Ich konnte ihn nicht ertragen. Das wollte ich nicht. Zum Spaß. Einfach, weil es mich amüsiert hat. Ich bin nicht verärgert über seinen Tod. Mit einer solch unberechenbaren Waffe an meiner Seite wird sich niemand leichtfertig gegen mich stellen. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt, ob Feind oder Verbündeter. Gut. Ich werde diskret sein. Zeit, sich gehen zu lassen. Ohne Zügel arbeite ich am besten. Ein Lichtschwert kann nicht alles erreichen, Schüler.
Die mächtigste Waffe eines Sith-Meisters sind Informationen. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Welche Rolle spiele ich? Den Jedi, wirklich? Ihr bestützt Sith? Ihr habt erfolgreich den Jedi-Orden unterwandert? Ja, meine Agenten sind vollkommen unbekannt. Und genauso soll es auch bleiben. Ich beobachte den Feind und schwäche seinen Einfluss von innen, bereit zum Schlag. Du bist mein Vollstrecker. Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist Zeit, deinen Dienst anzutreten. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Cassetti, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Langlin dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Es könnte eine Schwierigkeit geben. Es wird meine Ehre sein. Klingt wie ein Knechtdienst. Ich wäre stolz, helfen zu dürfen. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns rechnen. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht. Die Bedeutung nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. Okay. Ich pack das doch ein bisschen rum, ne? Aber egal. So. Erfahrungsänderung. Gratisspieler erhalten ab Stufe 20 langsame Erfahrung und Tapferkeitspunkte. Erfahrungsreduzierungen können mit Erfahrungsgegenständen vom Kartellmarkt ausgeglichen werden. Ja, Pay to Win. Weg damit. Wollen wir uns gar nicht groß anschauen. Das weiß ich, ist aber eigentlich totaler Quatsch, was da steht. Denn ich habe ja schon EP-Schübe drin. Das Spiel würde mich jetzt so gesehen dazu zu verleiten. Eine Waffe. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen dumm. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Klappe. Bedrohlicher Schrei. Zeigt keine Gnade. Dass die Nachricht überhaupt kommt, weil das fühlt sich einfach so an, als ob man vom Spiel so gesehen genötigt wird, jetzt irgendwas vom Kartellmarkt zu kaufen. Das finde ich so ein bisschen nervig. Das hätten sie auch weglassen können, die Meldung. So. Drom und Cars. Sollte ja eigentlich auch nicht so lange dauern. Wie lautet der Bestimmungsort? Da muss ich überhaupt hin, weil manchmal zeigen die Karten nicht ganz an, wo man hin muss. Das ist besser. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo ich hin muss. Jetzt zeigt es mir gar nicht mehr an, toll. Egal. Und früher, ganz früher, da gab es diese Route hier noch gar nicht, die wir gerade fliegen. Da gab es nur die Route zwischen dem Taxi und den Punkten hier und dem anderen Taxi hier. Und die da hinten noch sind. Aber diese Route hier durch die Stadt, die gab es gar nicht. Ach so, hier sind wir ja. Oh, perfekt. Weiß nur gerade gar nicht, wo ich genau hin muss. Da scheint es nicht richtig zu sein. Und dann muss ich mal da lang. Okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, aber ist klar. Das ist da hinten. Aber nicht hier oben, sondern da hinten unten. Da unten hinten. Ihr wisst, was ich meine. Hier. Wusste ich es doch. Hier gibt es auch so eine tolle Quest mit den Bomben, aber die machen wir auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal Let's Played habe. Gemacht habe ich sie damals, aber... Gut, ich habe damals nicht meinen ersten Charakter hochgespielt, aber allgemein jede Quest gemacht, die mir irgendwie dazwischen kam. Weil das damals auch wirklich nötig war. Mittlerweile ja nicht mehr, weil wir waren ja sowieso hinter mehr oder weniger levelt ohne Ende. Wir sind ja schon 20 und Höchstlevel hier 17. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Hey, Captain Ahnungslos. Boom. Oh, ich hab euch nicht eintreten sehen. Lord Baras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Solche Entscheidungen trefft nicht ihr. Baras hat mich zum Babysitten geschickt. Ich hätte euch ausschalten können. Euer Glück, dass ich kein Gegner bin. Sonst wärt ihr alle tot. Vergebt mir... Aber dies ist die Hauptwelt des Imperiums. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Baras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. Hört auf zu denken.
Glaubt mir, dem ist nicht so. Seid immer auf der Hut. Überlasst das Grübeln, Lord Baras. In Ordnung, wie ihr meint. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Wohl kaum. Wer seid ihr? Ihr seid hier nicht willkommen. Euer Meister wird enttäuscht sein. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen, Schade. Mir gehören. Nein, er gehört mir. Freunde von euch. Sagt mir, wer ihr seid. Ihr zwei kennt euch? Tumar zu kennen, bedeutet Tumar zu hassen. Gilt auch für dich, Slestak. Wenn du nicht fliehst, schlag ich zwei Steine mit einem Vogel. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Baras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Zwei Steine mit einem Vogel? Würde das nicht eher Sinn machen, zwei Vögel mit einem Stein? Irgendwie hört sich das so sinnlos an. Man sagt ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und nicht zwei Klappen mit einer Fliege. Entspannt euch. Reden wir. Wir töten. Wir töten sie alle. Ich weiß, ihr gehört zu den Sith. Aber ich denke, mit eurem Heldenmut seid ihr falsch beraten. Ich habe Idee, Slestak. Wieso spielen wir nicht Glücksknochen mit Schwätzer? Größere Hälfte kriegt die Beute. Ein Waffenstillstand also. Ihr hättet eine Chance gegen einen von uns, Sith. Aber auch ein Meisterkönner der Macht würde hier versagen. Ich warne euch. Das sehe ich anders eingreifen. Angreifen, nicht. Ich bin ein Monster. Einschüchtern. Dann sollen die Würfel fallen. Angriff! Zeit zu töten, Jungs! Wen wollt ihr denn töten? Verdammt, jetzt war ich gerade in meinen Agenten gewöhnt. Scheiße. Aber egal, die Typen sind am wenigsten drauf. Stufe 12 ist Stufe 10. Die mit Stufe 17 kriegen die natürlich locker tot. Die hatten ja nicht mal, die waren ja nicht mal Elite. Oder nicht mal stark. Die waren einfach nur Kacke. Müll. Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch. Vielleicht könnt ihr sie aufhalten, während meine Männer und ich fliehen und den Gefangenen zu Lord Baras bringen. Dann los. Wieso nicht? Feiglinge, aber okay. Überlasst das Kämpfen den wahren Kämpfern. Na los, Männer, lauf, Schritt! Okay, wir müssen jetzt besiegen. Okay, die beiden. Die verpissen sich einfach mal so und wir, ja, besiegen zwei Gegner. Oh, da kommen noch welche. Von der anderen Seite diesmal. Zack. Kehre zu Darth Baras zurück. Alles klar. Mittlerweile gibt es ja auch hier oben Schnellreisepunkte. Das erleichtert einem das Porten ziemlich, beziehungsweise das Hinlaufen. Weil früher musste man immer noch da hinten in sich hinporten und dann mit dem Taxi darüber fahren. Das war extrem nervig. Mittlerweile haben sie zum Glück hier auch einen Punkt hingesetzt. Kam aber, würde ich sagen, auch sehr, sehr spät. Schauen wir noch mal kurz ins Posti. Lord Grovos, okay, das ist die Kiste, die ich meinte. Und hier gibt es auch nochmal zwei Banner. Gut, über die Hand. Aber die kriegt man mittlerweile auch nicht mehr los, weil man die mittlerweile für 200 Credits kaufen kann, pro Stück. Und auch diese Tresorteile, die braucht man eigentlich gar nicht aufheben, die sind eh nichts wert. Ich würde sagen, abgeben tun wir noch, danach machen wir Ende. Was kann ich noch so weit hinten? Ich glaube ja. Muss ja. Okay, rein da. Story-Bereich. Und dann ab zu Baran. Der steht ja hier vorne schon. Lanklin hat mich von einem Hinterhalt am Frachthafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht, meine Träume zu durchkreuzen. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen lassen könnte.
Dieser eingefrorene Mann ist ein Agent der Republik, der beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam, einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang. Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Wir wissen nicht, ob das zusammenhängt. Ich schätze, es gab doch eine Spur. Verschwendet keine Zeit. Das könnte bloß ein Zufall sein, Meister. Es ist kein Zufall. Ich kann es spüren. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Ich bin bereit, Meister. Kann ich zuschauen? Gut, Schluss mit warten. Ich würde gerne bleiben und die Befragung beobachten, mein Lord. Oh, nein. Bitte nicht. Du kannst der Befragung des nächsten Gefangenen beiwohnen. Oh ja, hab ich richtig Bock drauf. Zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Sofort. Erzähl mir mehr. Stehe ich nicht über Pritch? Ich nehme von Lakaien keine Befehle entgegen. Pritch versorgt dich lediglich mit Informationen, mein Schüler. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Okay, sprich mit Commander Pritch. Yep, okay, Generator nehme ich jetzt einfach mal mit. Nein, Fokus heißt das Teil, verdammt. Wie komme ich auf Generator? Das so heißt das Ding vom Soldaten. Ich bräuchte mal meinen Händler irgendwo. Habe ich nicht irgendwo auch nochmal einen tragbaren Händler gehabt? Von denen hole ich einfach nächste Folge. Gut, dann würde ich sagen, was erstmal mit dieser Folge. Euch eine bereit Zeit und...